Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, lieber Stier. Ja, ich bin's schon wieder. Ich habe ja gerade alle Monatsbotschaften hochgeladen und dann fiel mir ein, schwupps, heute beginnt doch auch die Stiersaison. Also in diesem Sinne, liebe Stiere, ich grüße euch. Macht es euch schön, macht es euch bequem, denn jetzt werdet ihr Teil eurer Geburtstagslegung. Ich mache ja zu jeder Saison, zu jeder Sternzeichensaison eine Geburtstagslegung und würde deswegen in diesem Sinne für euch jetzt mal eure kommenden 12 Monate mit Tarot belegen. Welche Energien können wir jetzt sehen? Welche kann ich spüren? Was ist jetzt relevant? Wonach dürft ihr euch richten? Macht es euch also schön und bequem. Wir starten erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Janina und ich nehme heute diese 4 Kartendecks hauptsächlich, ich denke auch dabei wird es bleiben, für die Botschaften. Hier einmal zu meiner Linken die Magie der Einhörner, das Orakel von Diana Cooper. Direkt daneben das Moonology Orakel von Jasmin Boland. Da haben wir einmal das Highly Sensitive Tarot von der Mila Charles. Und zu guter Letzt das Lenormand, das mystische Lenormand von Regula Elisabeth Fichter. Okay, in diesem Sinne, wir starten, wir legen los. Das Moonology ist, glaube ich, mein Starter-Set. Das Einhorn kommt ganz zum Schluss. Und das Tarot klärt alles Weitere. Also, für die Stiere, liebes Orakel, bitte eine Hauptenergie. Was ist so die unterbewusste Lernaufgabe für die Stiere? Worum geht es hier? In was für einer Energie befinden wir uns in den kommenden 12 Monaten? Was ist hier wichtig? Was ist relevant? Hoppala, da sind mir 2 Karten runtergefallen. Die nehme ich jetzt einfach mal, denn aus diesen, das sind sogar 3, aus diesen 3 soll ich die Energie nehmen. Und da ist sie auch schon. Wir legen weiter mit dem Tarot, mit dem Highly Sensitive Tarot. Und schauen mal in Form des keltischen Kreuzes, was ich heute legen werde, was hier so die Themen sind. Was ist so dein gegenwärtiges Thema? Wo stehst du jetzt gerade, lieber Stier? Was ist hier wichtig? Was ist relevant? Okay, das gegenwärtige Thema. Da haben wir einmal hier die Mitte. So, genau. Was gibt es für mögliche Hindernisse? Was stellt sich dem gerade in den Weg? Was weißt du schon über die Situation? Was ist dir schon bewusst? Also dein Bewusstsein, eine Spiegelung deines Bewusstseins. So, Leute, und ich glaube, aus Platzgründen werde ich die Karte auch schräg legen. Eigentlich liegt sie so, aber dann machen wir das jetzt mal. Dein Unterbewusstsein. Wo kommst du her? Eine Karte der Vergangenheit. Was ist ja die Aussicht für die circa kommenden 3 Monate? Dann machen wir weiter. So, ich brauche das ja immer hier alles so ein bisschen ordentlich. Genau, was ist deine Einstellung, deine Einschätzung zu der gegenwärtigen Situation? Wie siehst du es? Wie bist du gerade so drauf? Was gibt es für äußere Einflüsse? Was sind deine Sorgen? Karte Nummer 1 und Karte Nummer 2. Was sind deine Hoffnungen in Bezug auf dein kommendes Lebensjahr? Und, die muss ich einmal auch aus Platzgründen schräg legen, was ist denn so die Aussicht für das Ende des Lebensjahres? Was ist hier so die Botschaft? Okay, das Tarot legen wir weg. Ich kläre jetzt gleich, während ich die Karten aufdecke, mit dem Lenormand. Würde jetzt aber mit dem Aufdecken einmal starten. Wir beginnen mit der Moonology-Energie. Vertrau deinen Träumen, zunehmende Sichel. Das ist hier so die Hauptenergie, das unterbewusste Wissen. Und ja, da geht es darum, auch sehr passend, 9 der Stäbe, das ist deine Gegenwart, da stehst du jetzt gerade, ne? Also so ein bisschen diese Abwehrhaltung, ich setze Grenzen, ich stehe für mich persönlich ein. Und genau das ist hier gerade so auch die Schwingung, ne? Vertrau deinen Träumen, bleib dran, lass dir etwas nicht ausreden, ne? Also halte an den Dingen fest, die dich vorantreiben, ne? Auch wenn es Blockaden und Hindernisse gibt, die gibt es im Leben immer dann, wenn wir uns vor einer Lernaufgabe stellen, wenn wir gerade eine Aufgabe zu bewältigen haben. Ne? Dann kommen immer mal äußere Einflüsse, die das Ganze so ein bisschen testen. Meinen wir das wirklich ernst? Also vertrau deinen Träumen, vertrau deiner Vision. Dazu die 9 der Stäbe.
Neun der Stäbe, du bist gerade dabei, Grenzen zu setzen, dich möglicherweise auch von Menschen oder Umfeldern zu trennen, die dir einfach nicht mehr gut tun, die dich klein machen, die dich in irgendeiner Form blockieren. Die Neun der Stäbe ist, wie gesagt, eine sehr selbstbewusste, eine sehr starke Energie, eine Energie, wo man wirklich sagt, okay, in diesem Element, in dieser Energie sind wir wirklich sehr selbstsicher, sehr selbstbehauptend. Okay. Dann gucke ich mal eine Klärung mit dem Lenormand. Wie könnte sich das äußern im Weltlichen? Allgemein kriege ich dich sehr selbstsicher rein. Also eine sehr selbstbewusste Energie. Ah, die Sonne. Das ist die Karte der Energie. Das ist aber auch die Karte des Erfolges. Und ja, das Ganze, ne, also deine Erfolge werden es dir beweisen, dass es richtig war, dran zu bleiben. Deine Erfolge werden sich nicht einstellen, im Gegenteil, du musst einfach nur dranbleiben. Du musst immer wieder neue Energie schöpfen. Ich habe hier gerade den Hinweis auf das Sternzeichen Löwe. Vielleicht hast du den Löwen selber im Horoskop oder bekommst unterstützende Energie von einem Löwen. Ne? Also, dass du hier einfach dieses Selbstbewusstsein, diesen Mut, aber auch eben diesen Bewegungsdrang eines Löwen annimmst. Ne, als Stier bist du in der Regel die Ruhe selbst. Ne? Aber wenn du dann platzt, dann Hallöchen, bitte Reiß ausnehmen. Ne? Da sollte man sich wirklich nicht verscherzen. Also hier einen sehr starken Charakter. Ich kriege hier aber auch eine starke Wendung rein, dass du hier wirklich, ich gucke gleich mal in die Vergangenheit rein, ne? So ein bisschen, wo kommst du her, aus welcher Energie. Aber hier gerade kriege ich dich sehr resolut und sehr bestimmt rein, dass du ein Ziel hast, welches du wirklich eisern verfolgst. Okay, mögliche Hindernisse, mögliche Blockaden. Da haben wir die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe, das ist die Weiterbildung. Das ist für mich hier ein Zeichen, dass du dich noch weiter qualifizieren darfst. Dass du auch noch weiter aus deiner Komfortzone heraustreten möchtest. Ne? Dass du hier jetzt aufgefordert wirst vom Universum, dich zu verändern. Ne? Die drei der Stäbe stehen zum einen für eine Reise, zum anderen aber auch für eine Weiterqualifizierung. Ne? Das kann eine Fortbildung, ein Studium sein, aber eben auch wirklich das Betreten außerhalb der Komfortzone. Ne? Und das könnte dich zeitweise wirklich herausfordern, ne? Dass du hier in einem bestimmten Rahmen gelebt hast, in einem bestimmten Umfeld, aber dieses Umfeld gilt es nun in irgendeiner Form auch zeitweise zu verlassen. Eine Botschaft hier aus dem Lenormand und da ist schon das Kärtchen. Ja, die Mäuse, das nagt an dir, ne? Das ist etwas, Veränderung könnte zeitweise wirklich an dir nagen, ist als Erdzeichen nicht ungewöhnlich. Erdzeichen sind in der Regel gewohnheitsbedürftig, sag ich mal. Das sind wir Menschen sowieso. Aber im Element Erde, wo wir einfach dieses Erdbehaftete, dieses Bodenständige noch in uns tragen, aber dadurch eben auch wahnsinnig viel Geduld haben, wahnsinnig viel Geduld, viel Energie, viel Hartnäckigkeit. Nicht umsonst, meine Lieben, gelten unter anderem der Steinbock mit als, was so Finanzen angeht, als sehr erfolgreiche Sternzeichen, aber auch dem Stier, wie auch der Jungfrau, wird nachgesagt, hervorragend mit Geldern umgehen zu können und diese auch weiter zu bewirtschaften und das aber auf einer wirklich soliden Grundlage. Ne? Und das hier, du könntest also, ne, Stabenergie ist ja auch Feuerenergie, das ist also nicht deinem Element getreu, dementsprechend könnte es sich noch mehr herausfordernd anfühlen, ne? Dass du also mit dem Element Feuer, was sehr impulsivartig, sehr risikobehaftet sein kann, das widerstrebt natürlich deiner Erdmagie, nenne ich es jetzt mal, ne? Deiner Erdmagie, mit der du sonst umgehst und lebst. Ne? Und mit den Mäusen ist es, wie gesagt, auch etwas, was hier stark an dir nagt, was dich beeinträchtigt, aber es wird sich lohnen, ne? Das sagen mir die Karten hier auch. Ich kriege hier auch gerade den Hinweis, auf die 23 soll ich eingehen. Aus der 23 wird in der großen Arkana die 5. Und die 5 wird deiner eigenen, dem Stier in der großen Arkana, das ist die Hierophantenkarte zugeordnet. Ne? Und der Hierophant stellt uns ja auch, das ist ein Wegweiser, ne? Wo wir eben einen Lehrmeister an die Seite bekommen, der uns eben Hürden aufweist, wie so ein Lehrer in der Schule, ne? Und sagt so, jetzt steht aber Übung X oder Klausur Y an, damit man eben weiterkommt, damit man sich weiter qualifiziert. Und so darfst du dir das vorstellen. Das ist für dich die eine oder andere Hürde, aber mit jeder Hürde wirst du auch stärker
sportlicher, sag ich jetzt mal. Ich bin jetzt gerade beim Springreiten, beim Pferd. Ne? Je mehr man trainiert, desto besser und desto agiler und aktiver wird man auch. Okay, ja, was weißt du schon über die Situation, dein Bewusstsein? Da haben wir hier das Kärtchen, da haben wir die 5 der Stäbe. Okay, du weißt auf jeden Fall, dass du es zeitweise mit Konkurrenz zu tun hast, dass es aber parallel auch wichtig ist, teamfähig zu sein. Du hast dein Team im Blick, musst aber auch immer mal wieder Ellbogen beweisen, musst dich durchsetzen, musst wirklich für dich einstehen, damit du dann nach den 5 zu den 6 der Stäben kommst. Die stehen ja bekanntlicherweise für den Erfolg. Na, und dieser Erfolg ist für dich beinahe schon zum Greifen nah, aber dafür, weißt du eben, gilt es darum, gut zusammenzuarbeiten, aber sich selber auch behaupten, beweisen zu können. Okay, jetzt sind mir 3 Karten hier rausgeflutscht. Ich habe irgendwie gerade den Impuls, dass ich aus diesen 3 Karten dieses eine Kärtchen bekommen soll. Das sieht immer so witzig aus, ne? Wenn man hier so anfängt, mit 3 Karten rumzumischen. Aber zu viele Energien verderben den Brei. Und deswegen will ich jetzt hier nicht alle 3 aufdecken, ehrlich gesagt. So, die. Leute, ich spüre das. Die soll es sein. Also zu den 5 der Stäben gesellt sich die Störche. Ja, die Störche stehen auch für Veränderung, für Fortschritt, für einen Umzug. Also möglicherweise ist es für dich wichtig, in Form einer räumlichen wie aber auch persönlichen Veränderung dich zum einen an eine neue Situation anzupassen, Thema Teamfähigkeit, aber eben auch dich zu behaupten, zu beweisen. Ne, die 5 der Stäbe, das kann auch dafür stehen, dass ein Jobwechsel bei dir ansteht, ne, dass du musst dich in irgendeiner Form behaupten, ne, wie deinem Namen alle Ehre erweisen, ne, so ganz jetzt alt formuliert, aber so, ne, dass man einfach für sich selber einsteht und das Ganze wird für dich, ne, du weißt, bei dir steht gerade eine Veränderung an, bei dem einen oder anderen kriege ich rein, dass ein Umzug gerade im Raum steht, bei anderen bekomme ich tatsächlich auch wirklich eine intensive persönliche Entwicklung, eine Veränderung an, die dich stark herausfordert, weil die Störche unter anderem auch dafür stehen, dass man flexibel ist, ne, sich flexibel an Situationen anpasst. Okay, was ist denn das Unterbewusste, was dir vielleicht so noch nicht klar ist? Das ist der Page der Schwerter. Der Page der Schwerter erinnert uns ja immer daran, eine Idee zu verfolgen, zu visionieren, zu träumen. Also wirklich hier aktiv in einer Form, ja, sich darzustellen, wo man, Moment, sich darzustellen ist Quatsch, das wäre Stabenergie. Schwerterenergie ist wirklich eine Idee und eine Vision zu verfolgen, einen Plan, etwas zu bedenken, etwas zu zerdenken. Du weißt etwas noch nicht. Ich glaube, du bist jetzt aufgerufen, in dem neuen Lebensjahr eine neue Sichtweise anzunehmen. Ich würde das Ganze auch hier gerne wieder mit dem Lenormand klären. Die Sense, okay, ja, das Ganze, ne, ein Sinneswandel. Ich kriege einen sehr drastischen Sinneswandel rein, ein drastischer Sinneswandel, der wichtig ist für dein Jetzt, für dein Vorankommen, weil die Sense steht für etwas, was sehr abrupt kommt und ja, wo aber natürlich auch ein Stück weit Arbeit drin steckt, weil die Sense ist am Ende des Tages natürlich auch ein Arbeitsmittel, die viel Einsatz, Körpereinsatz erfordert. Ne? Und das ist hier wirklich dieses Umdenken, erfordert von dir etwas, wird dich auch herausfordern, wird aber auch neue Gedankenfrische mit sich bringen. So ein Page, ne, das ist ja immer so die kindliche, die jugendliche Energie. Und da kannst du sagen, es ist frischer Wind auch in deinen Gedanken. Es erfordert vielleicht einen Sprung, wie gesagt, aus deiner Komfortzone, ne? 3 der Stäbe. Aber wenn du das geschafft hast, wenn du dich getraut hast, dann hast du hier die Chancen und die Möglichkeit, neu zu denken, neu dein Gedankenfeld neu zu strukturieren. Okay, wo kommst du denn her? Was ist so die vergängliche Energie? Warum bist du jetzt hier so stark und selbstsicher mit den 9 der Stäbe? Da haben wir das Ass der Münzen liegen. Das Ass der Münzen ist eine Gelegenheit, eine Chance im Weltlichen. Das kann ein neuer Job, eine neue Wohnung. Ne? Ich habe ja vorhin schon vom Umzug bei dem einen oder anderen gesprochen. Das Ass der Münzen ist allgemein eine Gelegenheit, eine Chance, die du sehen und greifen kannst. Ne? Münzen weisen halt oft auf ja, so weltliche Themen wie Finanzen, Job, aber auch weltliche Beziehungen, ne? Also irgendwas Neues, was sich für dich hier ergeben hat.
Dazu haben wir den Anker und den Ring. Okay, also du hast mit dem Anker zum einen, hat dir dieses Ass der Münzen Sicherheit verschafft, neue Sicherheit, neue Stabilität, eine stabile Grundlage geschaffen. Mit dem Ring galt es aber auch, sich in irgendeiner Form zu verpflichten, verbindlich zu werden. Ne, der Ring steht für Verträge jeglicher Art. Das kann die Ehe sein, das kann ein Vertrag bei der Arbeit sein, also etwas, was dich in irgendeiner Form verbindlich an eine Sache oder auch an eine Person bindet. Okay, das ist also so ein bisschen die Energie. Es gab hier also wirklich ein Angebot, eine Möglichkeit, die du offensichtlich auch ergriffen hast, mit der du jetzt eben deine Träume weiter verfolgen darfst, laut dem Orakel. Und nun mit den Neuen der Stäben eben aktuell dabei bist, auch Grenzen zu schaffen, für dich selber einzustehen, dich aber auch, ja, dich zeitweise musst du aufpassen, dich nicht zu sehr zu verausgaben, weil nach den Neuen kommen die Zehn der Stäbe und das ist dann wieder so die Energie von Erschöpfung, ne? Also da immer so ein bisschen auf deine Ressourcen achten, auch wenn du hier mit der Sonne gerade die volle Power und Energie hast. Okay, dann so ein bisschen die Aussicht, der Ausblick für die kommenden 3 Monate. Da haben wir den König der Kelche. Der König der Kelche steht zum einen für Ordnung und Struktur in deinem Gefühlsleben. Der König der Kelche ist aber auch, ist eine Person, sag ich mal, wenn wir jetzt von einem Menschen sprechen, äußerst empathisch, was Emotionen angeht, sehr erfahren. Ne? Also in dem Sinne kriege ich aber rein, dass viele mit dem Thema Heilung hier konfrontiert werden und Heilung, was eine Beziehung angeht in deinem Leben, Heilung, was deine Gefühle angeht. Ne? Also hier darf etwas sortiert und geordnet werden. Ne? Du kannst anschließend ein emotionales Kapitel auch abschließen, weil der König der Kelche, der ist dann wirklich jemand, der setzt das Ganze für dich auch um. Könige und Königinnen, ne, sind für dich die Umsetzer. Okay, dann haben wir das Kreuz. Das Kreuz steht für Belastungen, für emotionale Blockaden, die dann aber mit dem König der Kelche aufgelöst werden dürfen. Ne, also in den kommenden 3 Monaten hast du hier auf jeden Fall noch emotionale Themen zu verarbeiten. Wie gesagt, bei einigen kann es tatsächlich sein, hier eine Veränderung. Ne? Vielleicht hat man sich auch getrennt oder man zieht gerade um oder ne, also irgendwas, was dich schon auch emotional herausgefordert hat, darf hier in Heilung gehen, darf in Heilung treten. Ich kriege mit dem König der Kelche auch ein großes Verständnis rein. Du könntest sogar in Vergebung gehen, ne? Weil der König der Kelche sehr empathisch, sehr fürsorglich, ne? Und das ist jemand, der kann auch vergeben, der kann auch sagen, okay, ich verstehe, warum du da und da gehandelt hast, wie du es getan hast. Ich vergebe dir, ich lasse das los, weil am Ende möchte ich emotional frei sein. Sehr schön. Dann gucken wir mal weiter. Wie stehst du denn zu der jetzigen Situation? Ja, 10 der Kelche. Du bist überglücklich. Stark. Du bist überglücklich. Du bist, du bist beseelt, kann ich sagen. Kelchenergie kommt ja immer vom Herzen. Das ist immer die Energie, die uns emotional auf jeden Fall befruchtet, sage ich jetzt mal. Also allgemein kriege ich dich hier emotional stabil rein. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der mir hier zuschaut und Stier in dem Sternzeichen, Aszendenten, Mond oder der Venus hat, jetzt irgendwie sagen muss, ja, das Leben ist toll und alles ist super, ne? Weil ihr habt ja hier auch noch Themen, ganz klar. Aber grundsätzlich bist du zufrieden. Ich glaube, das trifft es besser. Du bist zufrieden mit der Situation, du bist zufrieden mit einer Sache. Und da haben wir noch den Sarg. Ne? Der Sarg steht zum einen für die Pause, aber auch für das Ende oder einen Abschied. Also einem Abschied, einem Ende, einer Pause gegenüber bist du sehr zufriedengestellt. Ne? Also das hat sich so alles ergeben, wie du dir das gewünscht hast. Okay. Dann einmal die äußeren Einflüsse, so die Einflüsse von außen. Ne? Was hast du im Außen für Themen? Da haben wir die Königin der Stäbe. Ja, im Außen geht es weiterhin darum, aktiv zu bleiben, Dinge voranzutreiben. Du hast die Chance, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Ne? Vielleicht bist du auch genau in diesem Element gerade, ne? Dass du hier selber, das ist jetzt übrigens der zweite
aktive Hinweis auf deine Person, auf das Element Feuer. Also vielleicht hast du wirklich irgendwie Löwe, Widder, Schütze in deinem Horoskop. Aber ich habe hier allgemein auch einiges an Stabenergie. Ne? Wir haben hier die 5 der Stäbe, 9 der Stäbe, 3 der Stäbe. Jetzt haben wir hier die Königin der Stäbe, also sehr stablastig. In deinem neuen Lebensjahr geht es also auch viel um Aktivität, um Impulse, denen du nachgehen darfst. Zu der Königin der Stäbe bitte eine Energie, die Eulen. Aha, da gibt es also, die Eulen und dahinter versteckt sich der Turm. Also, in irgendeiner Form ist es wichtig, dass du mit den Eulen, ne, dass das Ganze, also dein Umfeld könnte dich tatsächlich gerade anspornen. Ich kriege mit den Vögeln aber auch rein nervös machen. Ne, etwas macht dich sehr nervös, etwas macht dich kribbelig. Und dazu haben wir den Turm. Und der Turm steht eben dafür, dass man sich selber, ja, so ein bisschen bei sich bleibt, sein Zufluchtsort, ne? Aber ich habe den Eindruck, dass du hier auch, was behördliche Angelegenheiten angeht, gerade so was das Offizielle angeht, bist du nun animiert, mit der Königin der Stäbe voranzugehen, mutig zu sein, dich etwas zu trauen und auch aktiv im Außen die Gespräche zu sorgen. Ne? Im Außen könnte es auch sein, dass sich Menschen gerade zurückziehen, nicht aus persönlichen, also nicht aus Gründen, die sie mit dir in Verbindung bringen, sondern wirklich aus persönlichen Gründen, ne? Weil sie selber in irgendeiner Form eingeschüchtert sind. Und jetzt hast du eine du hast so ein bisschen die Leitaufgabe, auch andere mitzuziehen, ne? die andere zu motivieren. Vielleicht arbeitest du sogar als Coach. Okay, deine größte Sorge, das war Karte Nummer 1, da haben wir den Mond. Der Mond steht für unsere Ängste. Also es gibt eine Angst, etwas, was dich verunsichert, etwas, was du lange unter Verschluss hältst. Deine größte Angst, und da ist der Herr. Ups, okay, der Herr. Der Herr könnte für eine andere Person stehen, ne? Dass das in irgendeiner Form ein anderer Mensch, also dir nicht Angst in diesem Sinne macht, sondern Angst der Umgang mit diesem Menschen, dass du nicht weißt, wie du mit einer bestimmten Person umgehen sollst und dass dir das gerade sehr schwer fällt und dass da gerade alte Ängste, von dir versteckte Ängste, wachgerüttelt werden. Ne, mit dem Herren kriege ich aber auch viel Aktivität rein, ne, dass du besonders aktiv bist, damit du dich nicht einer Angst, einer Unsicherheit hingeben musst, einem Gefühl, was du lange versteckt hast. Ne, weil der Herr, das ist, wie gesagt, eine aktive Person, die immer hier und da und überall, und hast du nicht gesehen. Und da bekomme ich jetzt tatsächlich rein, dass du mit dem Herren hier tatsächlich dich so ein bisschen in Energie und Arbeit vertiefen und stürzen könntest und dabei versuchst, ein bestimmtes Gefühl, das kennst du ganz individuell, denk dran, das ist eine Kollektivlegung hier, aber dieses Gefühl kennst nur du und dem versuchst du dann aus dem Weg zu gehen, indem du eben ganz viel machst und vorantreibst und so weiter. Ne? Also da vielleicht auch nochmal hinhorchen. Deine größte Hoffnung, dein größter Wunsch, die 7 der Kelche. Du hoffst auf jeden Fall, dass du in irgendeiner Form Antworten findest, emotionale Antworten, emotionale Selbstfindungsantworten, auch so ein bisschen, was willst du, wer bist du, wo möchtest du stehen, wo möchtest du hin. Dann haben wir hier die Lilien, ne? Es gibt auch Entscheidungen, auf die du hoffst, die zur Harmonie innerhalb der Familie beifügen, aber auch Hoffnungen, was deine Entscheidung in Bezug auf die Liebe angeht, weil die Lilien stehen auch für die sexuelle Anziehungskraft. Ne? Du fühlst dich zu einem Menschen vielleicht stark hingezogen und du hast Hoffnung, dass diesbezüglich eine Entscheidung gefällt wird. Okay, zu guter Letzt, der letzte Stapel, bevor wir dir noch ein Einhorn ziehen, die Energie, sag ich mal, das Potenzial, die Entwicklung zum Ende des Lebensjahres. Da haben wir den König der Stäbe. Leute, wir haben schon wieder Stabenergie, ich werde wahnsinnig. Der König der Stäbe, das ist deine Hoffnung. Das könnte bei dir ein Mensch sein, jemand, der als Akteur hervortritt, jemand, der animiert. Ich habe auch den Eindruck, das bezieht sich bei vielen auf euch selbst, nämlich, dass du in irgendeiner Form einen Einfluss hast, einen Einfluss auf eine bestimmte Gruppe von Menschen, einen Einfluss mit dem Schiff. Du hast Sehnsucht, meine Liebe oder mein Lieber. Ihr habt Sehnsucht. Das Schiff steht für Sehnsucht und eben das langsame Vorankommen. Und ich habe den Eindruck, du hast hier so ein bisschen die Hoffnung, dass sich etwas für dich entwickelt, dass sich etwas zu deinen Gunsten entwickelt, dass du möchtest, dass du hervortrittst aus einer Masse,
Klasse, dass du, und damit meine ich jetzt nicht für alle hier die große Öffentlichkeit und ich will hier jetzt der Star des nächsten Jahrhunderts werden, das meine ich nicht, sondern eher dieses, du möchtest etwas bewegen, du möchtest etwas in Gang bringen und deine Hoffnung ist eben, dass du das auch schaffst, damit in Erscheinung zu treten, ne? Dass du ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Autorität darstellst. Finde ich ganz spannend, finde ich sehr, sehr spannend. Also fühl da mal ein bisschen in dich rein. Ich würde dir jetzt noch ein Einhorn ziehen und dann würde ich dir einfach sagen, wenn du magst, dann würde ich dich einladen, eine persönliche Legung zu buchen, wenn du noch Fragen hast, weil ich weiß, das sind hier Kollektivenergien, ne? Und wenn du hier jetzt möchtest, okay, ich möchte jetzt noch was zur Liebe wissen oder ich möchte noch gerne mal auf meine Situation X ein bestimmtes Muster abgelegt bekommen, ne? Das kann ich natürlich so nicht abdecken. Da würde ich dich einladen, bei mir auf der Website einmal vorbeizuschauen und wenn du magst, eine Legung zu buchen. Ansonsten freue ich mich, wenn ich dir mit den Energien helfen konnte, wenn du jetzt ein bisschen weiter weißt, wenn du vorangekommen bist. Und in diesem Sinne würde ich auch mal sagen, wünsche ich dir ein tolles neues Lebensjahr. Es verspricht auf jeden Fall, großartig und erfüllt zu werden. Jetzt gibt es noch ein Einhorn von mir an dich, meine geliebten Einhörner. Ihr wisst, ohne Einhorn, ohne mich, das ist es. Das Einhorn hat zu mir gesprochen und es ist das Einhorn deines neuen Lebensjahres. Wow, ich kriege Gänsehaut. Die Nummer 4. Löse Beziehungen auf. Lass jetzt los. Vergebung bedeutet Freiheit. Stark. Die 4 in der großen Arkana steht für den Herrscher. Der Herrscher ist die Energie vom Sternzeichen Widder, steht aber auch dafür, allgemein Dinge voranzutreiben. Ja. Ne, also autoritär aufzutreten. Ne, und das ist hier, du hast einmal im Außen die Energie der Königin der Stäbe und eben Tendenz zum Ende des Lebensjahres mit dem König der Stäbe, dass du hier auch wirklich etwas bewegst. Ne? Also dein neues Lebensjahr geht wirklich darum, dass du etwas in Gang setzt, dass du etwas bewegst. Und das kann für viele eben genau das sein, dass es erstmal darum geht, auch Beziehungen aufzulösen, alte Beziehungen aufzulösen, Vergebung auszusprechen und das Ganze mit der 4, mit dem Herrscher aktiv zu tun und eben nicht darauf zu warten, bis dieses Gefühl der Vergebung in irgendeiner Form kommt, sondern es wirklich aktiv anzugehen, damit du eben selber auch ein schöneres Sein erleben darfst. Okay, in diesem Sinne, lieber Stier, ich wünsche dir eine großartige Zeit, ein wundervolles neues Lebensjahr. Ich liebe es, dass du da bist. Ich finde es schön, dass du hier auf meinem Kanal bist. Und wenn du magst, lass diesem Video gern ein Gefällt mir, ein Kommentar oder meinem Kanal gerne auch zur Unterstützung ein Abo da. Kostet dich nichts und wir sehen uns dann schon ganz bald wieder. In diesem Sinne, deine Janina. Tschüssi.